So, neues Booster. Und zwar, nachdem ich letztes Mal bemerkt habe, wie alt ich doch geworden bin, wie wenig ich von dem Kurs jetzt 2020 mitbekommen habe, machen wir jetzt mal so einen Steam-Booster auf. Die hat man damals bekommen bei dem Promotional-Aktion für Duels of the Planeswalker 2014. Ich guck mal, das habe ich noch gefunden, by the way. Habe ich nie aufgemacht. Ich guck mal, ob ich noch andere Booster davon finde. Das wäre natürlich richtig geil. Ja. Gucken wir mal, was hier so drin ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe die Dinger nie aufgemacht. Ich dachte, irgendwann wird es... ich sehe schon was glitzern. Boah, das glitzert richtig. Ich dachte, vielleicht wird das irgendwann viel Geld wert. Nein, wird es nicht. Scavenging Ooze. Boah, der hat... Boah, Alter, der ist aber hart vermackt. Ich weiß nicht... Doch, da oben sieht man es. Sieht man das? Und der Strich geht komplett durch. Heiliger... Boah, das ist natürlich bad. Das ist richtig sad. Die Karte ist am Arsch. Kacke. Aber der ist hübsch. Das Feuerding ist gut. Was haben wir noch? Ein Giant Growth. Okay. Ein Pazifismus. Ich glaube, die Karten muss ich nicht erklären. Scroll Thief. Flame of the Firebrand. 3 Mana. Fügt 3 Schaden aufgeteilt an Spielern und Dings, okay. Quack Sickness. Verzauberte Kategorie ist minus 1 mit 1 für jeden Swamp. Und ein Hashtag MTG Friday Night. Und MTG Celebration September 2013. Ich nehme hier das gerade auf September 2019. Jetzt fühle ich mich alt. Ich spiele schon sehr lange Magic. Wow. Das war ein kurzes Video. Das mit dem Us regt mich auf. Ist aber auch nur ein kleines Video, weil es auch nur ein kleines Booster ist. Und sowas wie Giant Growth und so weiter werde ich nicht großartig erklären müssen. Ich gucke mal, ob ich noch die anderen Booster ankomme. Vielleicht sind die ja nicht so am Arsch. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.